Ich habe Schoffenburg und Fritz Aldorf aus der Universität in Belgien und Gerhard Oswald, der Professor für Cybersicherheit aus Birmingham, und sie reden über die vertrauenswürdige Ausführungseinheit, zum Beispiel von Intel und so weiter. Und vielleicht solltet ihr es nicht so vollständig vertrauen, weil es ist Software und alle Software hat Probleme, und sie reden, wie man die Enklaven einlaufen kann, eine systematische Analyse der Sicherheitsprobleme macht. Ja, alles zusammen. Willkommen zu unserem Vortrag. Ich bin Joe von der Universität, Fritz, und ja, wir haben diesen sehr interessanten Talk über, wie man in Enclave-Tore einrennt. Und viele fragen, was Enklaven sind und was das Ganze ist. Also lass mich erstmal ein bisschen einfügen mit ein paar Termen. Enklaven sind grundlegendes, ein sicheres Fort im Prozess der CPU. Das ist ein verschlüsselter Arbeitsspeicherbereich, der nur von innen benutzt werden kann. Und was wir aus den letzten Verteidigungsangriffen auf Burgen ist, wenn alles stark ist, dann versucht man die Tür anzugreifen. Das ist die schwächste Punkt. Und das ist die Idee dieser ganzen Forschung. Das funktioniert auch mit Enclaves, und wir haben das Input- und Output-Interface in das Interface eingerahmt. Wir haben da die unterschiedlichen Sachen uns angeschaut. Wir haben über 40 Interfaces, die wir angreifen können, mit unterschiedlichen Enclave-Projekten, die Open Source sind. Das heißt, wir werden uns die Details jetzt im weiteren Teil anschauen. Auch eine nette Sache, die wir sagen können: Wir haben zwei unterschiedliche Paper darüber geschrieben, 7 CVEs und insgesamt einige Responsive Disclosures und viel Embargo-Daten. So, die Frage ist, okay, so, warum brauchen wir überhaupt Enklaven? Wofür sind die überhaupt notwendig? Wenn ihr traditionelle Betriebssysteme anschaut oder traditionelle Computerarchitekturen, hat man eine sehr große vertrauenswürdige Computerbasis. Das heißt, wenn ihr einen Laptop benutzt, um diesen Vortrag zu sehen, wahrscheinlich, dann vertraut ihr dem Kernel, ihr vertraut vielleicht einem Hypervisor, wenn ihr irgendwelche entsprechende Software habt auf dem CPU, Arbeitsspeicher, vielleicht eine Festplatte, einem TPM-Modul und so weiter. Und mit so einem großen Bereich, der angegriffen werden kann, dann kann auch überall Sicherheitslücken existieren. Vielleicht auch irgendwelche Viren. Und die Idee von diesen Enclaves ist, wie zum Beispiel bei Intel, die Idee dahinter ist, man nimmt den Großteil des Software-Stacks zwischen der echten Anwendung und der echten CPU aus dem vertrauenswürdigen Bereich heraus. Das heißt, im Endeffekt, man vertraut nur der CPU und man vertraut seinem eigenen Code. Aber man muss dem Betriebssystem nicht mehr vertrauen. Und Ziel ist es, gegen einen Verteidiger sich zu verteidigen, der Angreifer zu verteidigen, der zum Beispiel eine, wo jemand anderes Root hat, oder wenn man in einer Wolke oder in der Cloud etwas ausführt. Man kann ihn mit Hardware-Level in vielen Sachen auf einem fremden Computer ausführen können. Man muss dem Administrator nicht mehr vertrauen. Das Problem dabei ist natürlich, dass der immer noch eine Angriffsschnittstelle ist. Also vorherige Angriffe, und vielleicht wird der eine oder andere hier auch vorgestellt auf diesem Remote Congress. Viele haben die Mikroarchitektur der CPU angegriffen. Das heißt, wir greifen den Hardware-Level an, wir hatten Foreshadow und
viele Spectre zum Beispiel. Und was weniger angeschaut würde, ist die Software, die in der Enklave läuft. Sie wird angeschaut, es gibt irgendwelche Software, der man vertraut, und wir schauen uns weiter an, was wirklich in so einer Enklave davon, wenn man sich die Software anschaut. Kann ein Angreifer irgendwelche klassischen Software-Bugs ausnutzen? Ja, das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Lasst uns mal die Software anschauen. Das heißt, wir müssen erst mal anschauen, wie sieht die Software-Umgebung für diese Enclaves aus und Enclaven aus. Und wir haben sie analysiert. Ihr habt hier Beispielzeiten. Das ist ein großes Ökosystem mit vielen, vielen Laufzeitsystemen, die Open Source sind. Und was haben sie alle gemeinsam? Was haben sie alle gemein? Was ist die Idee in der ganzen Entwicklungsumgebung? Was jede vertrauenswürdige Ausführungsumgebung hat, ist, dass sie eine sichere Enklave hat in einer feindlichen Umgebung. Das heißt, man kann in der Kiste sicher rechnen und drumherum die Welt ist brennt und alles, und das ist egal. Aber wie immer ist das Problem, dass es um die Details geht. Wie arbeitet man in einer Welt, wo der Umgebungswelt brennt und wir haben unsere eigenen Sicherheitsbereich. Und man braucht irgendwie eine Software-Schicht dazwischen, einen geschützten Kontakt, oder eine sichere Brücke hat, von der unsicheren Welt in die Enklave und zurückgeht. Und wir wollen uns anschauen, welche Sicherheitschecks hier durchgeführt werden müssen, um das zu realisieren. Hier ist ein wunderschönes Bild. Links, rechts haben wir die gut schöne Enklave und links die gefährliche Wüste. Und die Frage ist, was passiert, wenn die Brücke selber ein Problem hat? Und diese Frage zu beantworten, müssen wir uns diese gelbe Kiste anschauen und wir fragen uns, welche Sicherheitsüberprüfungen müssen wir machen, wenn wir von der Außenwelt in die Innenwelt gehen, in die Enklave gehen. Und etwas, was wir in den letzten Jahren gezeigt haben, dass diese gelbe Kiste in zwei Teile reduziert werden kann. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Schichten. Der eine Teil ist das ABI, niedrige CPU-Level, und das zweite ist die API. Und das ist, wie die Software das sieht. Und der Rest dieses Vortrages reden wir durch ein paar relevante Sicherheitslücken in beiden dieser Schichten und erklären, was es bedeutet. Zuallererst Fritzwill, die interessante Low-Level-Umgebung in der ABI. Ja, du sagst, es geht um die CPU und den Binärstatus, und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass der Angreifer den Inhalt von den CPU-Registern kontrolliert und in jedem Eingang in die Enklave und in jedem Ausgang müssen wir überprüfen, müssen einfach ein paar Schritte machen. Und die Enklave und die vertrauenswürdige Laufzeitumgebung hat einen wohl initialisierten CPU-Status, und der Compiler kann work with the, mit den Aufrufsituationen, mit den erwarteten Aufrufsituationen arbeiten. Wir müssen die CPU-Register initialisieren, wenn wir die Enklave betreten, und wir müssen sie bereinigen, wenn wir die Enklave wieder verlassen. Und wir können nicht vermuten, dass irgendwas der Angreifer gibt, gegeben ist, und wir müssen aufpassen, dass es richtig ist. Und wir haben unterschiedliche Runtime-Umgebung uns angeschaut, und wir haben viele Sicherheitslücken gefunden, die in dieser ABI-Layer existieren. Und eine große Sache, die wir dabei gefunden haben, ist, dass viele dieser Sicherheitslücken
happen Bei on complex CISC-Prozessoren passieren. Und insbesondere halt bei Intel SGX. Wir haben auch ein paar Reduced Instruction Set-Prozessoren angeschaut, also RISC-Prozessoren, wie zum Beispiel ARM. Und es ist klar, dass es diese komplexen APIs viel eine viel größere Angriffsschnittstelle haben als die einfacheren. Und hier ist ein Beispiel, ein komplexeren Design. Hier ist der x86-String-Instruktion, die von ein Richtungsflag haben. Also diese Wrap-Funktion, die es ermöglicht, String-Operationen zu betreiben. Zum Beispiel, wenn man einen Buffer beschreibt, dann wird das halt in so einen Wrap-String-Operation umgewandelt. Und der Buffer wird gelesen aus von links nach rechts und wird überschrieben. Und diese Richtungsflag bedeutet aber, dass wir auch in die andere Richtung gehen können, von rechts nach links, also rückwärts. Denken wir mal nicht darüber nach, warum das eine gute Idee war und warum das gebraucht wurde, aber es ist möglich, die Richtung zu ändern und rückwärts durch den Speicher zu gehen. Und das System V-ABI sagt, dass es für vorwärts gesetzt werden musste. Und Compiler erwarten, dass das passiert, aber was ist, wenn das nicht passiert? So in our enclave, when we in our trusted application, wenn also unsere vertrauenswürdige Applikation diese Memset auf dem Buffer durchführt und mit dem normalen Direction Flag, dann gehen wir normalerweise von vorne nach hinten durch. Dann ist also alles in Ordnung. Also praktisch korrekterweise von vorne nach hinten. Wenn also ein Angreifer in die Enclave reingeht, dieses Flag aber auf 1 gesetzt hat, also auf rückwärts gesetzt hat, heißt das jetzt, dass vom Anfang unseres Buffers, wo unser Pointer jetzt hinzeigt, seht ihr, dass das Ganze jetzt rückwärts läuft. Das ist natürlich ein Problem. Das ist etwas, was wir nicht wollen in unseren vertrauenswürdigen Umgebungen, Trusted-Umgebungen, weil es uns erlaubt, Schlüssel zu überschreiben. Es erlaubt uns viele Dinge tun, die nicht wirklich sinnvoll sind. Wir haben das Ganze also veröffentlicht. Wir haben ein CVI zugewiesen bekommen, wie ihr hier auf dem Slide sehen könnt, auf der Folie sehen könnt. Man muss also daran denken, alle diese Flags zu setzen, alle diese Flags zu verifizieren. Aber es gibt immer noch etwas mehr. Also wie wir herausgefunden haben, gibt es Fließkomma-Einheiten und die viele ähnliche Dinge erlauben auszunutzen. Ich lasse die ganzen Details jetzt mal weg, aber in dieser Präsentation sagen wir einfach mal, dass wir in älteren x87-Einheiten gibt es das FPU-Kontrollwort und das MXCSA-Register in neueren Einheiten. Und obwohl die x87er älter ist, benutzt beispielsweise GCC die für langen Double, für lange Fließkommazahlen. Beide sind also entsprechend immer noch relevant. Old archaic things that you could say are outdated are obwohl also diese alten Dinge, man kann sagen, dass sie veraltet sind, werden sie immer noch genutzt. Und wenn man sie jetzt auf die System 5 AWI schaut, dann sind die entsprechenden Register jetzt vom Aufrufenden gespeichert, also über Aufrufe hinweg transportiert. Die Statusbits sind aber globale Statusbits. Also eine Applikation kann einen so einen globalen Status setzen und es wird über den ganzen Lauf der Applikation beibehalten. Das Problem hier ist,
Ja, unsere Enklave ist allerdings eine entsprechende Applikation und unser Angreifer kann das jetzt entsprechend manipulieren. Was also passiert, wenn wir bei einem normalen Benutzer, wir machen mal einfach ein paar Berechnungen da, hier zum Beispiel 2,1 mal 3,4 und das, da kommt dann 7,14 raus, wie erwartet. Aber was passiert, wenn der Angreifer in die Enklave reingeht und die entsprechenden Präzisions- und Rundungsregeln komisch setzt? Und da kommt dann hier bei unserem Fall etwas ganz anderes heraus. Das ist etwas, was wir definitiv nicht möchten. Das ist, der Entwickler erwartet eine bestimmte Genauigkeit in der Berechnung, aber Precision. Und das passiert allerdings nicht, wenn ein Angreifer die Enklave entsprechend aufräumt. Wir haben das also auch an Microsoft weitergeleitet. Es ist nicht, ausnutzbar. Was ich aber interessant fand, dass das Intel SGX hat das gepatcht mit einer X-Restore-Instruktion, die den kompletten Status auf ein auf einen bekannten Wert setzt, wohingegen Open Enclave nur den einen entsprechenden Wert auf den erwarteten Wert setzt. Nur das nächste Dia, nur um euch zu zeigen, dass das noch nicht genug ist. Wir können vielleicht dieses spezielle Register setzen, aber es gibt ein weiteres Flag und damit kann der Angreifer, kann also jedes beliebige Please-Komma-Ergebnis als Not a Number bewirken. Das ist ein stilles ABI-Problem. Wir haben also das auch entsprechend weitergeleitet und glücklicherweise haben jetzt danach also alle Enklaven One-Times Entwickler X-Restore verwendet. Also in die ganzen kleinen Details möchte ich nicht reingehen oder was es macht, aber nur so grob, was die Idee, warum das ein Problem sein könnte. Wir haben also in diese Probleme reingeguckt, wie problematisch sie sind, und wir haben herausgefunden, dass wir diese Überläufe als Seitenkanal nutzen können, zum Beispiel zum Beispiel kann man Exceptions unmaskieren innerhalb dieser Enklave, die abhängig von der entsprechenden Eingaben ausgelöst werden oder nicht. Und darüber können wir das in der Enklave benutzen, um zum Beispiel eine Binärsuche auch innerhalb des Eingaberaumes durchzuführen und entsprechend über eine deterministische Anzahl von Schritten Secrets, also Schlüsselmaterial herauszufinden. Man kann natürlich auch mehr tun. Wir können also entsprechend auch Machine Learning in den Enklaven machen. Zum Beispiel können wir im MNIST innerhalb der TEE durchführen. Also zum Beispiel die Erkennung von handschriftlichen Ziffern. Wir haben zwei Nutzer. Ein Nutzer schiebt also die entsprechenden Modelle in die Enklave, der zweite Nutzer schiebt Eingabewerte in die Enklave, aber der zweite Nutzer kann also dieses FPU-Register entsprechend verändern, kann also die Fehlerrate von diesem Erkenner hochtreiben auf die Art und Weise über die verminderte Präzision.
von 100% korrekt auf nur 8% korrekt. Also dieses Modell komplett nutzlos machen. Wir haben noch mehr getan. Wir haben Blender angreifen über kleine Differenzen in Bildern. Das ist einfach nur, um euch zu zeigen, dass hier Dinge auf dem AWI-Level sehr viel schneller geben können. So, das ist also über die CPU-Status. Und jetzt reden wir mehr über die... danke Fritz. Thank you, Fritz. We take wir haben ein sehr einfaches Beispiel hier genommen. Lass uns also annehmen. Wir nehmen also einfach an, wir laden ein Standard Unix Binary in die entsprechende Enklave. Und was ich hier illustrieren möchte mit diesem Beispiel, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, wo Pointer herkommen, wo Zeiger herkommen, weil die Enklave sowohl in nicht vertrauenswürdigen als auch im Enklaven-Speicherbereich mappt. Nehmen wir also an, wir haben also ein einfaches Echo als Binary, das einfach nur ausgibt, was es daraus gibt. Und normalerweise zeigt das normalerweise an irgendeinen String, zum Beispiel Hello World, der in dem nicht vertrauenswürdigen Speicher steht. Wenn alles also läuft wie geplant, dann bekommt die Enklave Zugriff zu nicht vertrauenswürdigen Speicher. Aber das Problem ist, wenn dass die Enklave auch Zugriff auf ihren vertrauenswürdigen Memory hat. Wenn also ein Angreifer stattdessen einen Zeiger auf Enklaven Speicher entsprechend zurückgibt, was dann passieren wird, ist, dass die Enklave jetzt auf diesen Speicher zugrifft und den ausgibt. Das heißt, wir haben also jetzt eine Sicherheitslücke, in dem der eigentlich geschützte Speicher auf den eigentlich geschützten Speicher lädt. Wir haben also hier ein einfaches Hello World Binary, Hello Welt Binary. Wir lassen das also entsprechend laufen, aber mit modifiziertem Speicheradresse. But actually normalerweise sollte es Tabs ausgeben, aber hier gibt es einen String aus, der eigentlich nur innerhalb der Enklave Zugriff hat. Also diese Art von Sicherheitslücken sind relativ bekannt im Bereich der Kernelforschung. Has a gun, can read the enclave memory. Und das heißt, does something which is not supposed to do because he didn't really check. Der Angreifer macht also kommt also entsprechend. So I think this vulnerability seems to be quite trivial to solve. You simply check all the time where eigentlich sieht es so aus, als könnte man das recht einfach überprüfen. Man schaut immer, wenn irgendwelche Pointer rum sind, wo die herkommen. Yes, David, that's quite insightful, right? We should check all of the points. Und wir haben gedacht, wir sollten alle Pointer-Checks überprüfen. Und wir haben festgestellt, dass Intel eine sehr interessante Methodik hat, sie zu überprüfen. Der Intel-Code ist gut, der überprüft alle Pointer, aber man muss etwas Spezielles für Strings machen. Wir reden hier über C, das heißt, Strings beenden mit einem Nullbyte und man kann Strlen benutzen, um die Länge des Strings zu berechnen. Und jetzt schauen Sie mir mal, ob ein String komplett außerhalb des Arbeitsspeicherbereichs der Enklave ist. Man berechnet, wie lang der String ist, und dann schauen wir, ob der Anfang und das Ende komplett außerhalb der Enklave ist. Lass uns mal schauen, wenn wir diesen String außerhalb der Enklave parsen. But we pass some string secret one that lies within the enclave. Der erste Schritt ist, die Enclave berechnet die Länge des Strings innerhalb der Enklave. Das ist schon ein bisschen komisch. Alles sieht gut aus, sollte eigentlich nie gemacht werden. Der String ist innerhalb der Enklave und dann wird der Aufruf abgebrochen. Das ist in Ordnung, aber ein paar von euch, die Seitenkanäle benutzen, wissen, dass es interessant ist, weil die Enklave hat eine Berechnung gemacht, die es nie machen sollte, und die Länge des Ergebnisses ist die Frage, wie viele nicht Nullbytes in der Enklave sind. Das heißt, wir haben einen Seitenkanal, wo die Enklave immer falsch zurückgeben wird, aber die Zeit, die sie braucht, um falsch zurückzugeben, hängt davon ab, wie viele Nullbytes in der sicheren Enklave existieren. Und
das, was wir gefunden haben, wir waren froh drüben und halt, oh, ein kleiner, einfacher Timing-Angriff und hier ist unser Graph und es ist nicht so einfach, wie wir dachten. Die blauen sind Stringlänge 1, die roten 2, man kann das nicht einfach so sehen. x86 sind super schnell, das heißt, eine einzelne Inkrementfunktion ist einfach nur ein Teil der Pipeline. Man sieht das nicht mehr, wenn man nur viel Zeit achtet. Wir brauchen etwas anderes. Also haben wir uns Papers durchgelesen und in der Beispielangriffen ist etwas, was auch von Intel beschrieben wird. Man kann sehen, welche Arbeitsspeicherbereiche zugegriffen werden, während die Enklave ausgeführt wird. Weil das vom Betriebssystem überwacht wird. Wir haben uns überlegt, das ist ein netter Seitenkanal und wir haben den Code angeschaut und einen sehr einfachen For-Loop, der innerhalb von einer Seite passt und einen kurzen String, der in eine Seite passt. Und 4 Kilobyte Arbeitsspeicherregionen sind nicht sonderlich interessant. Weil der Code und die Daten auf eine Seite passen. Und das ist der temporäre Zugang zum Seitenkanal. Das heißt, es ist nicht genau genug. Und hier haben wir einem interessanten Framework gearbeitet, das Interrupt nutzt. Und das ist ein bekanntes Open Source Framework. Und das heißt libsgxstep. Man kann in einer Enklave etwas ausführen, jeden einen Schritt pro Stück. Das heißt, nach jeder Instruktion wird es aufgehalten. Wie wir das machen, ist komplex. Und wir haben eine Library, ein Betriebssystem und ein Linux-Kernel und ein Benutzerspace. Und das ist irrelevant. Wir können eine Enklave jeden Ausführungsschritt unterbrechen. Und jetzt schauen wir mal, was wir damit gemacht haben. Für den For-Loop aus und nach jedem Interrupt schauen wir, ob die Enklave die den String residing at targeted memory location. Daten aufgerufen hat. Und wir zählen einfach, wie viele Schritte es gemacht wird. Und dann haben wir einen deterministischen, qualitativ hochwertigen Angriff. Das heißt, wir haben ein Oracle, das uns alle 0 Bytes in der Enklave findet. Wir wissen nicht, wie viel nützlich das ist. Ja, anscheinend ist es hilfreich. Es ist immer gut zu wissen, ob irgendwo 0 im Arbeitsspeicher ist. Und wir haben jetzt ein Beispiel, wo der ASNI, die Hardware-Beschleunigung von Intel-Prozessoren für AEN, durchbrechen. Das arbeitet ausschließlich auf Registern. Wir können das mit Pointern machen, mit Arbeitsspeicher, aber es gibt einen anderen Trick, den wir hier benutzen. Wenn die Enklave abgebrochen wird, wird es irgendwo im Arbeitsspeicher gespeichert und wir können die Enklave abbrechen. Wir sagen, dass sie ihren Arbeitsspeicher ihre Register in den Arbeitsspeicher schreiben soll. Und dann können wir den 0 Byte Oracle laufen lassen und was wir dabei finden, ob irgendwo 0 Byte im SSA Status sind. So I don't want to go into the gorilla. Wir wollen jetzt nicht die genauen Sachen anschauen, aber immer wenn da im Status eine 0 ist, vor der letzten AES-Runde, dann and then that zero wird will der go Schritt durch die S-Box gehen, mit einem Keyboard multipliziert werden und dann kriegen wir den Ciphertext. Aber wir wissen den Ciphertext und wir können zurückgehen und wir können die von der 0 von der XOR berechnen und wir können hier hin berechnen und das heißt, wir können hier ein Keyboard berechnen. Und wir machen das Ganze 16 Mal, bis wir in jedem Byte des Status von der letzten Runde gefunden haben und dann finden wir den gesamten Schlüssel der letzten Runde und wenn man einen runden Schlüssel hat, dann hat man den ganzen Schlüssel und wenn wir den originalen Schlüssel haben, dann kann man rückwärts gehen.
Hört sich sehr komplex an, aber es ist ein sehr schneller Angriff, wenn man es laufen sieht. Hier wird der Angriff durchgeführt und wir sehen innerhalb in wenigen Sekunden 512 Aufrufe von AES. Später haben wir den ganzen Schlüssel. Und das ist sehr, sehr toll, weil eine der Sachen bei AES-NI ist, dass man nicht im nichts im Arbeitsspeicher hat, aber in dieser Situation bedeutet es, dass es trotzdem Sachen in den Arbeitsspeicher legt. Jetzt würde ich das Ganze nochmal zusammenfassen. Wir haben unterschiedliche andere Angriffsvektoren gefunden, die sowohl in Forschungscode als auch im Produktionscode und sie haben den gesamten Sicherheitslücken, die wir schon häufiger gefunden haben, vom Benutzercode bis zum Kernelscode. Und wir haben auch ein paar neue Sicherheitslücken gefunden, die ein paar der Aspekte benutzt, die wir hier erklärt haben. Es gab auch noch ein Problem mit O-Calls, die wenn rausgerufen wird, wenn man ein System-Call emulieren möchte. Und wenn man dort falsche Ergebnisse zurückgibt, dann kann man immer noch außerhalb des Bereiches gehen. Und Sachen gab es auch viele. Und dann haben wir noch ein paar Probleme gefunden mit Padding, mit Sachen, wo Daten durch das Padding ausgeführt wurden. Und wir haben was aus der echten Welt gelernt. Es ist immer wichtig, genauso wichtig wie es die Hände waschen ist, genauso wichtig ist es, dass man die Pointer überprüft, dass der Status überprüft wird. Und das ist eine der Sachen, die wir hierbei mitnehmen. To build ja, securely, yes, you need to fix all the hardware issues, sicher zu machen, muss man den Hardware fixen, aber man muss auch ABI und API-Zertifizierung betreffen. Und es ist ziemlich komplex, das zu machen, wie wir in unserem Vortrag gesehen haben. Es gibt eine große Angriffsschnittstelle, weil das Angriffsmodell sehr komplex ist, weil man nach jedem Angriff abbrechen kann. Und aus einer Forschungsperspektive ist das, müssen wir da einen gemeinsamen Grundlegen haben und nicht einfach Bugs suchen. Ich habe ja schon ein paar Mal darüber geredet, wie man mit vom Benutzer und Kernel denkt. Wir müssen darüber nachdenken, was eine Enklave machen kann, darüber, was ein Kernel machen soll. Es gibt auch ein paar relevante Unterschiede, die wir uns anschauen müssen. Und wie ihr gesagt habt, all unser Code ist Open Source. Das heißt, ihr könnt ihn unten im GitHub finden und ihr könnt auch in Vortrag Fragen stellen, nachdem der Vortrag angeschaut habt. Ja, hallo, ja, ich bin wieder da. Die Fragen. Schön, es euch zu sehen. We have no questions yet, so you can put up questions in the IRC below if you have questions. And on the other hand, let me make close this up. So I'll ask you some questions. How did you come about this topic and how did you meet? Well, that's actually interesting. I think this research has been building up over the years. And there is some, so I think some of the vulnerabilities from our initial paper, I actually already started in my master thesis to sort of see and collect, and we didn't really see the big picture until I think I met David and his colleagues from Birmingham at an event in London, the RISE conference, and then we started to collaborate on this and to look at this a bit more systematic. So I started with this whole list of vulnerabilities, and then with David we kind of made it into a more systematic analysis, and that was sort of a Pandora's box, I dare to say. From that moment on, this kind of same errors keep being repeated. And then also Fritz, who recently joined our team in Leuven, started working together with us on more of this low-level CPU state, and that's Pandora's box in itself, I would say, especially one of the lessons of eine der Sachen, die wir dabei gemerkt haben, ist, x86 ist sehr komplex und die ganze Komplexität, die wir haben, kann missbraucht werden bei einem Angreifer.
Und so it's more like das heißt, es ist mehr so ein Fraktal, ihr öffnet eine Kiste und ihr findet mehr und mehr Fragen aus der Kiste. Und ja, im Endeffekt, ich glaube, es ist gut zu sagen, diese Forschung ist nicht die letzte Antwort auf die ganze, das Ganze, sondern es ist ein Schritt, systematisch auf die Probleme zu schauen, auf eine nie endenden Version. So, there is a question from es gibt da eine Frage aus dem Internet. Gibt es irgendwelche Umstände, in denen AES seine Register in den Speicher speichert, oder ist das exklusiv in SGX? Soll ich das nochmal wiederholen? Ich verstehe die Frage nicht so ganz, selbst nicht so ganz. Also ich glaube, die Frage ist diese IS-Attacke, die ich angeschaut habe, die hängt praktisch davon ab, dass man praktisch an den Inhalt des Hauptspeichers kommen, dass also praktisch die Register in Hauptspeicher geschrieben werden. Das ist jetzt also spezifisch für diese Angriff. Ich würde allerdings sagen, die Lektion, die wir in den letzten 5 Jahren gelernt haben, ist, dass das generelle Konzept ist, dass auf die eine oder andere Art und Weise CPU-Register immer irgendwo in Speicher enden. Wenn man also ein Betriebssystem dazu zwingen könnte, einen Context-Switch zu machen, dann landen die Register praktisch immer im Hauptspeicher und dann, sobald das passiert, können wir einen ähnlichen Angriff ausführen. Aber vielleicht möchte David etwas darüber sagen, über Betriebssysteme. Ja, nicht wirklich. Eine Sache, die uns bei XGX hilft, ist, dass wir da sehr genau Kontrolle haben, speziell über Interrupts und so weiter, weil wir praktisch von außerhalb der Enklave da reinspringen. Wir können also genau sagen, wo hier was welchen Punkt der ein Interrupt im Betriebssystem geworfen wird. Das heißt, aber sobald man einen Context-Switch hat, muss die CPU halt nun mal irgendwo die Register speichern und damit landen sie dann doch im Speicher in der einen oder anderen Weise. Vielleicht nicht so genau kontrollierbar wie im Falle von XGX, aber trotzdem. So, es gibt hier die Frage, wie sieht es mit anderen CPU-Architekturen aus, außer Intel? Habt ihr euch die mal angeschaut? Intel SGX ist so die größte, mit der größten Software-Infrastruktur und die mit den meisten Runtimes, in die wir reinschauen konnten, aber es gibt natürlich auch andere, zum Beispiel wir haben dieses Internal TEE, ist bei Sankos entwickelt worden und für die gibt es natürlich ähnliche Probleme. Man braucht immer eine Software-Schicht, die Enklave zu interagieren, da reinzugehen, da rauszugehen. David hat auch in unserer TEE was gefunden. Es ist also praktisch, also nicht nur ein Problem mit Intel, aber was wir definitiv herausgefunden haben, dass es viel einfacher ist, an all diese Edge Cases, all diese Randfälle zu denken, in dem Fall bei einfachen Architekturen als bei der sehr komplexen x86er Architektur. Sie hat also auch das Problem, dass sie die erste entsprechende Lautsprecherumgebung rausgekommen ist, aber sobald wir da rauskommen, sobald einfache Designs viel verbreiteter sind, wird viel einfacher sein, die ganzen Randfälle für einfachere Designs auch rauszuwerfen. Okay, so what is a reasonable alternative? Was ist eine vernünftige Alternative? Gibt es überhaupt eine vernünftige Alternative zu TEE? Do you want to take that or think? Soll ich was sagen? Willst du was sagen? Wir können vielleicht unsere Perspektive mal beschreiben. Wir denken, die Frage ist, brauchen wir eine Alternative oder brauchen wir etwas systematischerweise, die entsprechenden Aufrufe zu validieren? Wir können vielleicht schauen, wie wir diese Probleme können, aber davon abgesehen,
gibt es sehr interessante Forschung über die entsprechenden Sicherheitslücken, dass die nicht so unendlich sind für TE. Aber wenn man zum Beispiel Hardware-Unterstützung dafür hat, zum Beispiel Cherry Project, die praktisch an einen Pointer Metadaten ranschreibt, und das könnte dafür sorgen, dass wir diese Pointer-Angriffe, diese Zeiger-Angriffe automatisch über die Hardware abfangen können. Das ist so vielleicht eine Idee von ganz oben. Ich glaube, als Alternative zu TEE ist, wann immer man das eigene System irgendwie partitionieren will, verschiedene Abschnitte, was ich denke, ist eine gute Idee, denn das ist, wie wir nun mal Online-Services bauen, dann ist TEE nun mal das System, was sehr häufig benutzt wurde in Mobiltelefonen oder Bankkarten, die auch geschützte Umgebungen sind. Das Problem ist, beginnt, sobald man da einen ganzen Haufen Funktionalität reinwerfen will, dann wird nämlich die vertrauenswürdige Codebasis größer und größer und größer und entsprechend kommen mehr und mehr Bugs rein. Die Frage ist also, brauchen wir eine Alternative oder kennen wir die Aufgabe, unser System zu partitionieren, vielleicht etwas intelligenter angehen. Wir können zum Beispiel Architekturen bauen mit bestimmten Fähigkeiten aufbauen und die dann unterschiedlich isolieren, besser isolieren. Zum Beispiel ein TLS-Stack in unserem Web-Server und so weiter. Vielen Dank an alle Leute, die dieses geheime Passwort da gesehen haben, das natürlich nur für Dekorationszwecke hier ist. Also, das ist jetzt nicht fundamental kaputt. SGX? Nicht in hier SGX, sondern TEE. Es gibt ja nun mal sehr viele von denen. Und total kaputt, fundamental kaputt, können wir vielleicht nicht sagen. Die Frage ist halt speziell für SGX. Denn auf dem Signal User laufen, Crypto-Coins laufen und dergleichen. Ist das jetzt fundamental kaputt? Oder würdet ihr eher sagen, I guess it depends, hängt davon ab, what you call was man jetzt fundamental kaputt bezeichnet. In der Vergangenheit hat es durchaus volle Einbrüche in SGX gegeben, die sind aber mittlerweile wieder repariert worden. Und das heißt, dass Forscher natürlich auf kurze Sicht entsprechende Einfluss auf die Industrie haben wird. Man findet eine Sicherheitslücke, dann wird der Entwickler informiert, der baut dann entsprechende Workarounds rein. Und danach muss man dann gucken, ob man irgendeine grundlegende Lösung für das Problem findet. A company like Signal using SGX. Wenn also eine Firma SGX nutzt, gibt das einem natürlich nicht einmal Sicherheit in jedem einzelnen Fall, sondern man muss wie man hier in diesem Talk gesehen haben, auf viele verschiedene Dinge gucken, Microcode-Patches, die ganzen anderen Sicherheitslücken, die da durch reinkommen, und die Frage bleibt natürlich immer noch, welche Probleme kennen wir dann alle noch nicht. Aber vielleicht möchte David noch etwas zu seiner letzten Arbeit sagen. Ja. Yeah, so I think, ich glaube, was Joel sagt, oder meine Antwort auf die Frage ist, hängt tatsächlich von eurem Angreifermodell ab. Einige Leute nutzen SGX auf eine Weise, um beispielsweise nicht mehr nötig zu machen, dass man den Cloud-Providern vertrauen muss, zum Beispiel in Signal, was bei einem Cloud-Provider in einer SGX-Anlage braucht. Das heißt, dass ich dem Cloud-Provider es gibt einem bisschen Schutz gegen entsprechenden physischen Zugriff. Aber wir haben vor kurzem einen weiteren Angriff veröffentlicht. Wenn man Hardware-Zugriff dazu hat, kann man entsprechenden
entsprechende Underworlds, also Underworld-Spannungsangriffe machen, wenn man tatsächlich Zugriff auf die Spannungsregler auf dem Mainboard hat. Man kann also entsprechendes Glitching auf der Spannungsversorgung machen, wie ihr vielleicht in anderen Embedded-Kontexten kennt. Dann kann man Inhalte in Enclave Bits kippen lassen und über die Weise kann man diverse böse Dinge tun, zum Beispiel um Schlüssel rauszuholen, um den Kontrollfluss zu übernehmen. Ja, hängt also unabhängig von deinem Angreifermodell, würde ich nicht unbedingt sagen, dass es in jedem Fall komplett sinnlos ist, aber es bringt auch keinen vollständigen Schutz, jemand, der vollständigen Zugriff hat. Ich muss jetzt leider diesen Talk beenden, was mich sehr ärgert, aber sehr schnelle Antwort. Was war jetzt mit dem Passwort? Das habe ich schon erklärt. It's of course like just a joke. So I'll say it again, because some people... Aber einige Leute teilen das tatsächlich ernst genommen zu haben. Es war ein leeres Whiteboard und ich habe natürlich ein Passwort draufgeschrieben. Das macht man halt so. So, vielen Dank, Stefan Buck, Fritz Alder, David Oswald. Vielen Dank, wir haben uns... Wir machen jetzt die Transition zu der Herald News Show.